werden würde. Wann war es denn einmal so, einfach? So, Risen 3. Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Körperfahrten den Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Tötet sie alle. Piratenschlag. Okay, was ist denn das denn für ein Monster? Ihr werdet geändert! Oh oh. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwie Achtung! Autsch. So, also laufen geht mir nicht. Ich bleib hier oben! So. Steuern. Was hast du denn genommen? Wow. Nimm die Treppe! In der Taste zum Springen. Ah, okay. Boah, es leckt aber ganz schön sehr schnell. Komm zu mir! Ah, okay, ist halt jetzt Leute kein. Waffe ziehen, Mouse Rad. Rechte Maustaste, Ein Schärke und mit der linken Maustaste antworten. Ja, komm. Schlag um ihn dann nach dem letzten Schlag einmal zu. Man kann jetzt eine richtige Kombination miteinander zu verwenden. Okay. Ah, wenn die Maustaste länger gedrückt hält, dann Team braucht deine Hilfe! Boah, geile Muskete, wo ist denn Paddy? Drum heißt, sorry, mein Fail.
Die waren ja 20 Minuten. I cap. Boah, kein Move. Nicht schlecht. Okay. Oh, er hat den Captain getötet. Was zur Hölle? Dieser Dreckskerl. Hey. Hey. Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon, wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing deinen Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Okay, dann würde ich schon mal sagen, bis gleich. Ja, ich würde mal sagen, nicht schlecht, das Intro zu Risen 3. Bereit für die Insel, hole deine Sachen aus der Truhe. Okay. Also wie ihr schon sehen könnt, spielen wir scheinbar einen neuen Helden in Risen. Der doch ein bisschen an den alten Gothic-Helden erinnert, finde ich. Mit Lingamossen können wir Sachen aufheben. Truhenschlüssel, den craften wir uns ja erstmal. Questerfolg, finden den Truhenschlüssel. Ja, okay, das war jetzt nicht ganz so schwer, der Schlüssel lag hier einfach in der Ecke rum. So, gehen wir mal zu der Truhe und gucken, was alles schön drin ist. Boah, Stabatsklinge, Duellpistolen, schwarze Dreispitzen. Der Mantel Proviant rum Kugeln. Ja, da will ich doch mal sagen, wir crappen uns die Sachen mal hier. Okay, Proviant rum. Und noch 24 Munitionskugeln. Hole deine Sachen aus der Truhe. Questerfolg Session. Lennon. Inventar öffnen mit I. Gucken wir nochmal. Rüste dich aus. Geh dazu auf die rechte Hand und wähle Waffen aus. Danach Körper. Deine Rüstung unterlegen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier draufklicken, jetzt können wir automatisch gucken, was für Waffen wir haben. Im Moment haben wir nur Starbucks-Klinge. So, wie man schon schön an dem Charakter unten erkennen kann, hat er jetzt gerade die Waffe schon ausgewählt. So, ziehen wir uns schon mal einen Säbel. Gehen nochmal auf Inventar. Okay. Könnte man in die andere Hand vielleicht noch eine Pistole machen. So. Kopfbedeckung, haben wir einen schwarzen Dreischwitz. Oh, der sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Dann haben wir noch hier so einen Mantel. Lege deine Ausrüstung an. 100 Ruhmespunkte, geil. Schwarze Hose. Was haben wir noch? Für die Füße noch ein paar polierte Stiefel. Okay, so. Dann haben wir noch Ohrringe. Oh, kein Schmuck. Amulette. Also hier für Magie oder so. Haben wir auch gerade nicht. Und den Ring haben wir auch nicht. Okay. Muss ich sagen, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. So sieht unser neuer Held aus. Ja, cool. Würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz, ob wir hier noch was in der Kajüte finden. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal nach oben gehen zu der lieben Patty. Und einfach mal gucken, was wir hier für Aufgaben haben. Wir sind jetzt auf dem Schiff. Oder wir direkt zur Klappenküste gehen. Also wenn ihr Risen 2 gezockt habt, dann kennt ihr die Klappenküste noch. So, 100 Ruhmespunkte. Klappenküste gefunden. So. Ah, jetzt kommt wieder hier so eine Animation, oder? Oh, Monsterklappe. Die sehen irgendwie böse aus, die sind ja. So, wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Neuer Rang, Kapitän. Vor allem, wie sie Bruder gesagt hat, also eine neue Held ist scheinbar der Bruder von Paddy. Cool. Dann würde ich sagen, lass uns mal losgehen, Paddy. Komm. Oh, oh, oh. Okay, was ist das denn für ein Monster da drin?